mit Schiedsrichter der Partie ist René Pascal Wacker von Tubais bekannt. Willkommen zur zweiten Partie der Gruppe 2 am zweiten Spieltag. Hamburg SV gegen den VfB Stuttgart. Beide Mannschaften starteten mit überzeugenden Siegen in dieses Turnier. HSV besiegte Arminia Bielefeld mit 3:1. Stuttgart am Ende 4:1 gegen RB Leipzig. Man darf also sehr gespannt sein, wie sich beide Teams im zweiten Spiel zeigen. Beide Mannschaften sind zum insgesamt 15. Mal dabei. Die Hamburger mit 2 Finalteilnahmen, 2-mal erfolgreich, 2009 und 2014. Stuttgarter 4-mal im Finale, 3-mal konnten sie gewinnen. Die zweithäufigsten Gewinner dieses Fury Cups. Das letzte Mal im Jahr 2013. Und dann sagen wir herzlich willkommen in dieser Partie. Faride Alidu mit dem 1:0 für die Hamburger. Und wer vorhin schon dabei war, erinnert sich vielleicht, Faride Alidu, zweiterfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft mit 6 Toren in der Regionalliga, wo der HSV auf Platz 4 überwintert. Schrauben ihr Punktekonto in der Blitztabelle also auf 6 Punkte hoch. Erster Schussversuch. Wieder von Adigo. Torwart VfB Florian Schock. Stuttgarter mit einer großen Torwart-Vergangenheit hier beim Fürbe Cup. Bernd Leno hier gespielt, Loris Karius hat hier gespielt und natürlich Sven Ulreich. Sven Ulreich sogar 2-mal und beide Male wurde er zum besten Torhüter des Turniers gewählt, 2003 und 2004. Also wenn es danach geht, sollte er, wenn er sich die Wiederholung anschaut, nochmal weghören, hat sich Florian Schock statistisch gesehen auf eine große Bundesliga-Karriere schon mal einstellen. Wo wir schon bei ehemaligen Spielern sind, die für die Vereine hier aktiv waren, dann ja, hat auch der Hamburger SV eine beeindruckende Liste. Maximilian Meister beispielsweise war hier für die Hamburger, mittlerweile in Melbourne untergekommen. Alexander Meyer von Eintracht Frankfurt, Jonathan Tah natürlich, spielte Champions League bei Bayer Leverkusen. Levin Özonali, der Enkel von Uwe Seeler, war hier. Jetzt aktiv für Mainz 05. Janik Sternberg ist im Griff bei Werder Bremen, auch er hier für den HSV gewesen. Vielleicht für die, die auch von 2 und von 3 Jahren hier mit dabei waren an den Geräten. Mats Köhlert ist vielleicht auch ein Begriff. Als der HSV 2014 dieses Turnier gewann, war Mats Köhlert zusammen mit Johannes Bihunek der überragende Spieler des Turniers. Und ja, er mittlerweile mit dem Vertrag ausgestattet beim Hamburger Sportverein.
Genauso wie Johannes Bihunek. Besitz VfB. Erste Drittel ist rum dieser Partie. Es ist noch nicht das ganz große Spektakel. Ich kann natürlich aber auch nicht nonstop hier durchfeuern. Guter Abschlussversuch hier vom Doppeltorschützen aus dem ersten Spiel, Laurin Kurna, seiner Stuttgarter. Ballbesitz wechselt, 4 Sekunden mal rum. Stuttgarter Ball. Martina Kuda. Folglich auf Lebedev. Führt jetzt auch den Freistoß auf Bruder. Tiefer Ball gegen die Wande. Ja, nicht ganz gut behauptet von Noah. Dann aus. Der lange Ball. Bruder. Sie kommen noch nicht so richtig in die Abschlussposition. Auch weil Hamburg das natürlich ordentlich verteidigt. Sehr aufmerksam. Guter Abschlussversuch jetzt hier von Jona Fabisch. Freistoß wieder geblockt. Das ist immer ein Hamburger dazwischen. Schmeißt sich immer wieder davor. Stuttgart mit mehr Ballbesitz, aber nicht den richtigen Ideen. Das ist wieder sehr ungefährlich. So, was macht Hamburg am Ball? Versucht Anspiel in die Spitze und jetzt auch dieser Ball. Das zeugt gerade nicht von der allerhöchsten Qualität. Ja, langer Ball von Torwart zu Torwart. Das war mal ein guter Abschluss. Niklas Gohr, aber hellwach.
Ich habe zum ersten Spiel der Hamburger schon erwähnt. Man hat sich letzte Woche in Flensburg durchgesetzt auf einem U17-Turnier. Man hat die einzige U16-Mannschaft und gewann das Turnier. Stellte zudem noch mit Ryan Adigo den besten Spieler des Turniers. Adigo hier dabei. Der Nummer 11 bei den Hanseaten. Ja, Schussversuch vom Keeper Niklas Gohr, auch der nicht wirklich gefährlich. Aber es ist so eine Atempause, die wir hier gerade haben. Wieder hinter die Bande. Dieser Abschlussversuch. Wir hätten Ausgleichsmöglichkeit für den VfB Leon Ayaku. Ja, der zweit erfolgreichste Torschütze der Stuttgarter im Ligabetrieb. 6 Treffer hat er erzielt. Stuttgarter ja Tabellenerster der Oberliga. Rauschen in 12 Spielen mit 31 Punkten durch die Liga. 10 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Haben 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Haben in 12 Spielen gerade mal 6 Gegentore kassiert. Stellen somit beste Defensive der Liga. Außenposten. Und ich mache nochmal schnell den Bundesliga-Titel. Außenheim erhöht auf 0-2 in Augsburg und wer Bremen schafft, den Ausgleich. 1-1. Noch auf der Uhr und wir wollen ja keinem zu nahe treten, aber Stand jetzt verfallen wir nicht in Depressionen, wenn dieses Spiel vorbei ist. Alles wie gesagt, den Unterhaltungsfaktor dann noch eher gering hält. Aber was ich jetzt gerne noch werden. Vielleicht haben wir die Jungs jetzt auch provoziert für die letzten 2,5 Minuten dieser Partie. Das war ein Foulspiel. Das muss geahndet werden und wird es jetzt auch. Meiner Meinung nach fast über 2 Minuten nachdenken können. Guter Schussversuch und da war nochmal der Wachmacher von Laurin Kurda. Klasse pariert von Niklas Gohr. 2 Minuten noch auf der Uhr. Erster Schussversuch. Leon Ayaku. Stuttgart wird nochmal wach. Will den Ausgleich. Beide hätten dann 4 Punkte. Momentan. Der HSV mit dem Traumstart. Dritter Abwurf in Folge! Und was für ein Tor! Direkt genommen, oben links versenkt. Jona Fabisch. 2-0 HSV. Und das Tor hat doch entschädigt für, sagen wir mal, 14 Minuten. Jetzt ist pure Fußball-Ekstase. Ich glaube, das können wir sagen.
Eine Minute noch. Also der HSV wird auf 6 Punkte stellen. Den ehemaligen Turnierdirektor und Turniergründer Heinz-Dieter Heusig freuen. Er ist ja bekennender HSV-Fan, freut sich für jeden Erfolg der Hanseaten. Steht auch hier gerade an der Bande. Bin ganz entspannt das Ganze verfolgen. Und Schluss! HSV gewinnt mit 2:0. Wir melden uns gleich mit Gruppe 3 zurück. Und zwar ist das Clemens Struck und er ist ein Mühli von der Mühlenkreisauswahl. Clemens, erstmal herzlichen Glückwunsch. 3:2 gewonnen gegen Dortmund. Schwebst du noch hier oben oder wie ist es? Nee, wir hatten ja erst Schwierigkeiten gegen Bayern. Ist natürlich umso schöner, dass wir jetzt gegen Dortmund Erfolgserlebnis einfahren konnten. Und ja, einfach nur klasse. Ja, wie ist das, gegen solche Mannschaften zu spielen? Gegen Bayern, gegen Dortmund? Das ist ja eine Hammergruppe gewesen. Ich glaube, so eine Auslosung hattet ihr noch nie. Uns passt die Auslosung gut. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei und ich bin natürlich froh, dass wir jetzt gegen solche große Kaliber spielen können. Und es ist ja eine klasse Erfahrung. Am Anfang war er da im ersten Spiel noch ein bisschen nervös, kann das sein? So gegen Dortmund seid ihr besser reingekommen, in die Zweikämpfe auch, ne? Besser ins Spiel einfach, hatte ich das Gefühl. Erstes Spiel hatten wir starke Startschwierigkeiten, sind dann ja auch in Rückstand geraten, unglücklich zwar durch den abgefälschten Ball, aber gegen Dortmund haben wir halt den Führungstreffer gemacht und konnten die Führung dann auch ausbauen und das hat uns natürlich Selbstbewusstsein gegeben und das Publikum stand auch hinter uns, also lief gut. Ich wollte gerade fragen, wie ist das vor so einer Kulisse zu spielen? Ich meine, voll bis auf den letzten Platz, 2500 Leute und vor allem man hat das Gefühl, fast jeder ist ja für euch, für die Mühlis. Klar, ist klasse, solche Unterstützung zu bekommen. Vor allem, wenn man dann führt, ist das Publikum im Nacken natürlich nochmal ein extra Ansporn, um dann noch eine gute Leistung zu bringen. Und Wer ist bei dir dabei? Mama, Papa, Tante, Freunde? Mama, Papa natürlich. Mein Opa müsste auch hier sein. Schöne Grüße an den Opa. Ja, schöne Grüße an den Opa. Wir haben sogar noch Besuch aus Hamburg. Und